So, was haben wir denn hier? Die Fortpflanzung der Flusskriecher. Seltsamerweise besitzen Flusskriecher sowohl männliche als auch weibliche anatomische Merkmale. Was wäre, wenn das auch unsere eigene Spezies zuträfe? Würden wir die Partnersuche den Tanz abschaffen? Man stelle sich die gesteigerte Effizienz vor, weil wir uns alle auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren würden. Die Naturphilosophie versteht sich. Achso, nee, Moment mal. Doch, die Naturphilosophie versteht sich. Warum ist da ein Komma? Achso, die Naturphilosophie versteht sich. Oh Mann. Aber sicher auch Industrie und Gesetz. Und wenn ergraute Mitglieder der Gesellschaft durch strebsame jüngere Mitglieder ersetzt werden müssen, könnte man einfach selbst den gewünschten Nachwuchs erzeugen. Doch zurück zum Thema. Während sich jeder Flusskriecher selbst befruchten kann, sollte darauf hingewiesen werden, dass Fortpflanzung auch regelmäßig zwischen mehreren Flusskriechern stattfindet. Dies geschieht, wenn sie dicht gedrängt in Kolonien zusammenleben, etwa in der Nähe eines hölzernen Anlegers. In diesen Fällen schüttet eine dieser Mollusken ihre Flüssigkeiten aus, die dann von einem anderen Mitglied der Kolonie aufgefangen werden, was zu einer Vermischung der Stammbäume führt. Interessant. Grüß Gott. Jetzt ist sie wieder abgezischt, okay. Du mit der Maske und der Tätowierung. Hey, bin kein Verbrecher. Sammel bloß Flusskriecherperlen. Sie haben mich verfolgt. Musste den Fang verstecken. Hilf mir, ich zeig dir, wo die Perlen sind. Teile auch mit dir. Hilf dem Lumpensammler. Wer ist das? Ein Mann, der von der Stadtwache festgenommen wurde, behauptet, ein Lumpensammler zu sein und wertvolle Flusskriecherperlen in einem Versteck verborgen zu haben. Ja, aber können wir ihm trauen? Es ist klar, dass die Wachen jetzt auch nicht so gut auf uns zu sprechen sind, aber das ist ja auch aus gutem Grund, weil sie denken, dass wir was gemacht haben. Aber... Lass mich absaufen. Brauchst du die Schlüssel, um mich zu befreien? Sieh dich um. Ja, aber... Ach komm. Folg mir. Ich zeig dir das Versteck. Niemand hat mich gesehen. Das lässt mich bereuen. Mach mir halbe halbe. Jetzt, wo ich frei bin, bin ich ganz der Alte. Ja, das will ich auch hoffen. Ich folge ihm einfach mal. Flusskriecher, mag ich nicht. Ihre Spucke brennt wie Feuer. Erledige das Ding, sonst gehe ich nicht weiter. Was ist das denn? Okay, Moment. Nein, ich muss abhauen. Schon. Oh Gott, Alter, die sind ja voll mies. Oh, ups, das wollte ich gar nicht. Oh, ups, das wollte ich auch nicht. Das war alles nicht geplant. Das habe ich befürchtet. Eine der Wachen hat den Schlüssel. Deine Wahl. Wenn du die Perlen noch willst. Ich finde dich schon noch. Okay. Wachbereich. Da muss ich erstmal dahin. Ladi-da-di-da-di-da. Und zack. So. Ja, was du kannst, kann ich auch. Dankeschön.
Vielen Dank und vielen Dank. Oh, ich habe den Schlüssel. Kann ich damit eigentlich irgendwas machen? Nee. Hatte ich hier noch irgendwas? Nein, Quatsch, hier ist niemand. Ich will hier nur noch mal abchecken, ob hier noch irgendwas drin ist. Natürlich nicht. Oh Gott! Puh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach komm. Wenn mich hier jemand verarschen will. Hier soll es sein? Andererseits gibt's heute nicht mehr viele ehrbare Leute. Guck, wen Alec gebracht hat. Ich will. Ha! Na los, holen wir uns diesen. Mach den Platz! Das waren ja richtige Drecksleute. Hätte man sich eigentlich denken können. Naja. So ist das mit den Menschen zu der Zeit. Immer nur auf Krawall gebürstet. So. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir hier noch irgendwo was von einem Gesundheitselixier sehen könnten. Wäre ja vielleicht doch ganz hilfreich. Aber gut, dann besuchen wir mal die Midroff Substation. Rattenschwämme werden von Leichen angezogen. Ne. Du sollst... Achso, ja, das wissen wir schon. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr vorzulesen. Bruno! Sehr schön. Gibt es hier noch irgendwo welche? So, hier ist es. Da gibt es ein Knochenartefakt und da ist Sokolovs Haus. Okay. Gut, und die zur Musik des Aufsehers. Okay. Und die alte Musik. So, ich überspringe das mal. Oh, das ist ja mal ein schönes Plumsklo. Sehr schön. Oh, yes. Sehr schön. Das mag ich auch. So. Oh boy. Oh boy. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, Moment. La 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 la. Ich liebe es, wie sie sich drehen und drehen. Wie die Räder? Weiter und weiter. Wie das Rad des Lebens. So ein wundersames Symbol für den Fortschritt durch Industrie und Entwicklung. Wenn Sie es sagen, Sir. Denken Sie dran, Wachmann. Sie müssen sich weiter drehen. Es würde in Ihrer Akte schlecht aussehen, wenn die Fabrik stillsteht. Ausgerechnet während Ihrer Wache. Ja, Sir. Was sind das denn für Sachen? Warte, kann ich nicht? Ich hab doch noch... Sind das auch diese Flusskriecherviecher? Und raus mit dir. Ja, doch, das sind auch wieder Flusskriecher. Ja. Da ist alles voll mit den Dingern. Nee, 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 das ist mir zu blöd. Fahren wir dir noch. So viel Schaden machen. Puh. Oh, shit. Und bam. So. Problem erkannt, Problem gebannt. Ja, das war jetzt eigentlich geplant. Verdammt. Ich wollte ihn eigentlich nicht töten.
Also rein theoretisch wollte ich ja niemanden töten, aber es ist ja dann einfach irgendwie passiert. Ja, naja. Da kann ich jetzt leider auch nichts mehr ändern. Da ist wieder so eine verdammte Leuchtwand. Und da geht's runter. Ey, geh mal runter. So, geht auch. Ja, ihr seid doch verrückt. Ah, Moment mal. Ihr seid doch verrückt. Das schaffe ich doch nicht. Ach, Moment mal, ich kann doch die Zeit... Nee, gar nicht. Moment. Moment. Ich kann doch... die Zeit anhalten. Hier. Ich habe da noch... Ja, genau. Ja. Warte, drücke rechte Maustaste und nutze die um alles um dich herum für begrenzte Zeit oder bist du um zu verlangsamen? Okay. Wo ist es denn? Zeit... Armbrust, Nachtsicht, teleportieren, Zeit verlangsamen. Hier ist es. Okay. Nein! Geh hoch! Geh hoch! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und manipulieren. Perfekt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und los. Und dadurch. Und fertig. Puh. Ey, Gott sei Dank haben wir noch, hatten wir noch genug Punkte für die Rune da. Also noch genug Rune, um das freizuschalten. So rum. Sonst hätten wir das jetzt nicht freischalten können. Ja, da hätten wir irgendwie nach oben klettern müssen. Es gibt sicherlich noch einen zweiten Weg dadurch. Ich sah schließlich Dishonored. Ich muss es natürlich noch einen weiteren Weg geben. So, oh, Moment. Ich will hier noch hoch. Von der anderen Seite geblockt, aber wieso? Können wir da noch... Ja, da geht's hoch. Moment, wie komme ich da jetzt hoch? Ich kann das hier doch wieder zumachen, genau. Ich mal darauf und darauf. Ah, Moment durch. Ich habe eine Idee. Ich habe es schon gesehen. Ich muss da lang. Alter. So. Ich brauche... Das brauche ich. Dann ziehen doch lieber meine Kräfte. Man kann ja nie wissen. So. Perfekto. So, was gibt's denn hier so? Ich muss doch ordentlich was geben. Ich meine, das war voll der gute Trick, ja? Oh, oh, da brauche ich mal Hilfe. Das klang noch nach Frau. Also bis auf die Lumpengräfin sollte man Frauen ja eigentlich vertrauen können, denke ich mal, in dem Spiel. Ja, okay, bis auf die ganzen Huren, die da noch drin waren. Ich will erstmal nach oben. Schauen, was es hier so gibt. Oh. Ruf zu den Sphären. Ich skippe das mal. Also am Anfang finde ich es noch okay, ein paar Sachen vorzulesen, aber irgendwann wird es mir dann doch ein bisschen zu viel. Und ich möchte euch ja nicht langweilen, deswegen lasse ich das dann auch. So. La 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 la. Gut, da oben haben wir alles. Da will jemand, dass wir uns um die Ratten kümmern. Oh je, Mini. Erstmal will ich... Ne, da kann man nichts mehr machen. Ah, ja, ich ist zerstört. So. So. Jetzt ist die Tür offen. Ja.
Das ist nicht so toll. Ich hab doch noch... Obwohl, Granate ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich, oder? Moment. Ah, so. Ich glaube, das hat nicht wirklich was gebracht, oder? Na, komm schon. Na, komm schon. So. Ich verarbeite euch zu Hackfleisch. Habt ihr das verstanden? Na, jetzt sind es auf einmal nicht mehr so viele, hm? Ja, kommt her. Pisser. So. Überlebender. Danke für die Hilfe. Ich dachte, ich wäre sicher, aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben, aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist er tot, so wie alle anderen von hier. Knochen? Oh, ich würde gerade sagen, hier ist doch garantiert dann ein Knochenartefakt. Und hier haben wir eine Leiche. Der hat es wohl nicht geschafft. So, aufheben. Und Tyrants Tagebuch. Es gibt immer mehr Ratten in dem Gemäute. Bald werde ich diesen Schuppen nicht mehr verlassen können, selbst wenn ich es wollte. Ich fange an zu glauben, dass sein Amulett verflucht ist. Oh. Ah, er trägt ein seltsames Knochenamulett und behauptet, dass es ihn vor der Seuche beschützt werden. Ja, sehen, vielleicht können wir einander helfen, aber ich verliere den Glauben an die Überlebenschancen. Ach so, man wartet erst mit dem Amulett eventuell. Eventuell retten könnte, aber da lagen die wohl dezent falsch. So. Die haben wir gerettet. Jetzt können wir hier ganz gechillt die Tür öffnen und hier reingehen. Auf zum nördlichen Ende. Die Stufe 2 der Kraft Nachtsicht zeigt dir... Ach, schade. Nördliche Bridgeway. So, ich würde jetzt aber einfach mal sagen, dass ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen werde. Und, ja, ich würde mal sagen, wir werden uns... Es ist nur eine kleine Aufnahme gewesen, ich weiß. Aber wenn man meine zeitlichen Umstände bedenkt, dann ist es trotzdem okay, wenn ich jetzt eine Pause mache. Und, beziehungsweise müsst ihr das dann verstehen. Und, ja, ich würde mal sagen, in der nächsten Aufnahme starten wir uns Sokolov und dann schauen wir mal, was wir noch anstellen können. Also bis dann, meine Lieben, eure Fini, Chirio.